Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Reaction. Es ist mal wieder so, wir müssen mal wieder reagieren. Und zwar habe ich mir gedacht, da wir eh gerade bei so einer Fail-Serie sind und so irgendwas und so Zeug anschauen, habe ich mir gedacht, wir gucken heute, also ich habe es ja in irgendeinem Video schon erwähnt, vielleicht kommt es noch, vielleicht ist es schon gekommen, keine Ahnung. Bei den Reactions gibt es ja keine Reihenfolge, sage ich, wie es ist. Deutsche Memes mit Legendenstatus. Das Video ist schon ein Jahr alt, das heißt, da müssen die wirklichen Legenden dabei sein. Daumen, dass wir natürlich direkt da sind bei Meme Container am Start und Originalvideo natürlich in der Videobeschreibung drin. Ja, deutsche Memes sind einfach legendär und ich würde sagen, rein da. Deutsche Memes mit Legendenstatus wird präsentiert von Meme Container. Was erhoffen Sie sich von Legende. dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Eine Legende, wer ihn nicht kennt. Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Muharrem Sönmez zum Verhängnis. Obwohl er mit seinem Transporter nur 40 Kilometer pro Stunde fuhr. Glatt und dann machst du Auto so. Ich mache so, aber. Unfall. Unfall. Der Gerät wird nie müde. Ey. Der Gerät schläft nie ein. Eine Frage: Habt ihr jemals in eurem Leben schon mal der Gerät gesehen? Das ist ja echt, das gibt's ja wirklich. Habt ihr es schon mal gesehen? Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Aber ich mag ihn. Er schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Wir sind hier bei Schalke Freaks TV. Oh yeah. Hi Leute, ich bin's wieder, Gianni. Ich fand die noch nie lustig. Ich hab mitbekommen, dass Schalke den DFB-Pokal gewonnen hat. Stopp, stopp, ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Nee. Hoyo Mekesan, I'm a Marco Marocco Homo Mekesan Konnichiwa. Er hat sich, glaube ich, in 8 verschiedenen Sprachen vorgestellt. Asimuka, Chakaluka. Und? Was machen Sie so beruflich? Und dann sage ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach. Und jetzt wirklich? Jetzt wirklich? Nee, 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 ich mache das tatsächlich beruflich. Ja, das sind wirklich die Klassiker, die man einfach schon kennen und ausgelutscht hat. Ich wollte nur mal so eine Ich wollte nur mal deine Uniform sehen. Komm, komm. Alarm! Alarm! Legende. Da war ich in der 5. oder in der 4. oder für in der 5. Klasse, als der im Hype war. Wie alt die schon sind. Nicht so lecker. Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür. Ja, auch eine Legende. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Sehen Sie, das ist gelb hier, nicht? Ja. Stell dich hier hin, von hier kannst du richtig sehen. Hier, von hier läuft bis unten runter. Voll gepinkelt. Warum? Weiß. Oh mein Gott, der fragt dich, warum? Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Das ist eine Legende. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Das ist eine Legende. Wie noch in dieses Eck da reingeht. Ich kann nicht mehr, bin nicht mehr. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein, doch. Legende! Saufen! Geil! Dieser Geist lebt Arbeit! Wochenende! Ich trete euch! Saufen! Saufen! Arbeit! Wochenende! What the fuck? Verräter! So, er ist erstmal reingekauft. Legende. So, wie schon mal passt alles. Für einmal das. Was ist das denn, ey? Kokosmilch? Kokosmilch. Kokosmilch, was ist damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach, nee, ich kriege. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zero. Zero. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd.
Und wie geht es weiter? Am Samstag haben wir nur noch im Norden etwas stärkere Bewölkung und einzelne Schauer. Sie sehen, die Temperatur steigt schon. Am Sonntag ist es im ganzen deutschen Bereich recht warm und sonnig. Jetzt, vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis ist eigentlich verdient. Für die anderen, aber Speise hat wenn man immer zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay, danke. Bitte. Ihr Lieblingsfilm? Dirty Dancing. Bitte was? Dirty Dancing. Entschuldigung, ich hab's akustisch. Dirty Dancing. Ach, Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Das ist mein liebster Film. Hat ihn das eigentlich damals ernst gemeint? Mit Patsy Spetsy, ja. Für einen anderen Gast ist die Love Parade vermutlich jetzt schon vorbei. Und morgen vielleicht vergessen. Was ist hier passiert? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Nee, Drogen nicht mit im Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Aua. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Dass ich nichts anderes Essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Legende. Strandplatz, da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem. Ha? Legende, ohne Scheiß. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch. Ja? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hallo. 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 Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Und warum hast du eine Maske auf? Dann blass mir doch ein. Hallo, mein Name ist Alexander und ich zeige euch heute, wie man GTA 4 auf der Xbox moden kann, dass man stärkere Waffen hat. Und die Autos schneller fahren. Oh mein Gott, das Video habe ich komplett vergessen. Ich habe ganz kurz hier gedacht, hä? Ich kenne das. Das ist wirklich legendär. Das ist hier. Ronny ist hier und das ist aber hier schon. Können. Ihr müsst euch zunächst dieses Programm aus dem Internet herunterladen. Ja, genau dieses Programm. Aus Uploaded. Und ich zeige euch Uploaded. Den Link. Erst der Link, Alter. Jetzt der Link, ey. Ich habe den Drang, das einzugeben und zu schauen, was passiert. Einfach diesen Link herunterladen, dann starten. Passen Sie auf, dieses Programm ist illegal. Das ist so legendär, ey. Weil das Windows nicht zulässt, müssen Sie das Virenschutz ausschalten. Schutz. Es ist kein Virus. Es ist 100% rein. Sie können es gerne mit einem Virenchecker drüber laufen lassen. Nur... ein Virenprogramm zeigt es als Virus an. Obwohl es kein Virus ist, weil es ein illegales Programm ist von Microsoft. Illegal, aber von Microsoft, ne? Man kann... das ist nämlich eine Server-Exe-Datei. Das schickt eine... die Mod-Datei übers Netzwerk an die Xbox 360. RIP an jeden. RIP an jeden, der mit diesem Programm seine Xbox 360 geschrottet hat. Oh mein Gott. Das letzte war wirklich eine Legende. Der Rest ist ein Klassiker. Aber das letzte war eine Legende, Freunde. Ja, wenn es euch gefallen hat, like über den Kommentar, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Link zum Original in der Videobeschreibung. Ich muss mal schauen, was wir uns jetzt noch anschauen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.